Extra Chill. Der deutschsprachige Podcast für Musik aus der großen, weiten Welt der elektronischen Musik. Erlebt einen spannenden Mix aus Ambient, Chill-Out, Downtempo, Electronica und Lounge. Alle 14 Tage, nur hier bei Extra Chill. Electronica aus der Heimat des Pop. Das war das Projekt Suncastle aus Manchester, das mit dem Stück Scar's Tale seinen 6. Auftritt bei Extra Chill hinlegte. Das dazugehörige Album heißt Scar's Tale 100 und kam bei den US-Kollegen vom Label Triplicate Records heraus. Kaufbar dort auf der Bandcamp-Seite und in jedem gut sortierten Online-Shop und Streaming-Dienst. Nach Jürgens Ausstieg ist heute zum ersten Mal wieder ein Gast neben mir am Mikrofon, nämlich... Ich bin Michael Schneider, ich bin 11 Jahre alt und gehe auf das Konrad-Adenauer-Gymnasium. Ich werde heute ab und zu mal ein, zwei Sätze sagen und sonst nächstes Mal vermutlich wieder dabei sein. Könnte sein, der Michael ist nämlich mein Neffe und ich bin die Podcast-Tante und heute guckt er mir erstmal ein wenig über die Schulter und vielleicht wird er, wie er schon gesagt hat, das ein oder andere noch dazu beitragen. So, das war eine ziemliche Vollbremsung für den Hochsommer, oder? In diesem Augenblick prasselt gerade ein Regenschauer gegen mein Studiofenster. Gegen den Temperatursturz habe ich ja gar nichts einzuwenden, heute am 1. September 2020. Trotzdem hoffe ich auf weiterhin milde Temperaturen, damit man sich abends noch draußen aufhalten kann. Nicht nur wegen der immer noch aktuellen Corona-Situation.
Ihr hört heute Episode 329 eures Lieblingsmusikpodcasts und es erwarten euch heute überwiegend bekannte Namen und ein Beitrag in der erweiterten Kategorie Bekannte Alben neu angehört. Dazu später mehr. Zuerst begrüßen wir einen Künstler, der ebenfalls schon oft bei Extra Chill zu Gast war. Zwar nicht 6, dafür 5-mal, wenn man seinen heutigen Beitrag mitrechnet. Ich spreche vom deutschen Soloprojekt Schulz Audio aus Leipzig. Beim russischen Label Hello Strange wurde kürzlich die Alles ist jetzt EP veröffentlicht, aus der wir das chillige Dub-Techno-Stück Deep Space Network hören werden. Das Projekt Upwellings folgt im Anschluss mit seinem zweiten Besuch nach dem starken Debüt in Episode 321. Vincent fügt gleich eine weitere Soundfarbe zur Choose Your Color-Reihe vom Netlabel Space Lunch hinzu, und zwar einen tiefen Purpurton, der den Namen Eminence trägt. Soll wohl angelehnt sein an die Roben der katholischen Kardinäle, wobei das eher ein Scharlachrot ist. Aber egal, viel Spaß mit diesen starken Deep Dub Sounds aus Deutschland und Frankreich. Thank you.
aus Rennes in Frankreich. Das war Upwellings mit Eminence. Diese Single ist, wie alle Beiträge der Choose Your Color Serie, ein gratis Download über die Bandcamp-Seite von Space Lunch. Den Link dorthin und zur Seite des Künstlers findet ihr, wie immer, in den Shownotes zur Sendung auf meiner Homepage extrachill.de. Das gilt auch für das Projekt Schulz Audio, das uns davor mit dem Track Deep Space Network in die Zeit der guten alten Space Night entführte. Track und EP gibt es gegen einen kleinen Betrag über die Bandcamp-Seite von Hello Strange und bei den üblichen Online-Anbietern. Im zweiten Songpärchen der heutigen Show präsentieren sich jetzt zwei Neuvorstellungen. Genau, zuerst geht es irgendwohin nach England, denn mehr Infos konnte ich über das Projekt Epitome Zero nicht herausbekommen. Seine Shortforms-EP kam beim Kavi Collective heraus, auf der sich vier tolle Electronica-Tracks befinden. Und ich spiele gleich daraus die Nummer Lightforms 2.0. Von Europa geht's nach Asien an den östlichen Rand, nach Japan und zum dort ansässigen Netlabel Bumfood. Und auch der Urheber der Deep Intruder EP kommt aus dem Land der aufgehenden Sonne. Sein Projekt heißt wie die EP selbst und wir erleben gleich das tolle Electronica Lo-Fi-Pop-Stück Twilight. Thank you.
Gut gelaunte Elektro-Pop-Nummer. Das war Deep Intruder mit Twilight. Ein freier Download unter bumpfood.net. Sehr richtig. Etwas verträumter ging es davor zu beim Debüt von Epitome Zero mit dessen Stück Lightforms 2.0. Ebenfalls gratis herunterladbar über die Adresse kavi.org. Oder unterstützt das Label und den Urheber mit dem Kauf der Musik über die Bandcamp-Seite kavicollective.bandcamp.com. Nicht vergessen, nur mit Hilfe freier Podsafer-Musik sind Podcasts wie Extra Chill überhaupt erst möglich. Mein Podcast ist mein persönliches Hobby, ganz klar. Aber ich freue mich natürlich auch über Geldspenden auf meinem PayPal-Konto. Drück dazu auf einen der entsprechenden Knöpfe, die großzügig auf meiner Homepage verteilt sind. Noch mehr freue ich mich über Lob und Kritik von euch Hörern. Schreibt mir E-Mails an info@extrachill.de oder kommuniziert mit mir über meine Soundcloud-Seite, die ihr unter soundcloud.com/extrachill aufsuchen könnt. Teilt dort oder in anderen sozialen Netzwerken meine Show mit euren Freunden und Bekannten. Nun aber zu der anfangs erwähnten neuen Extra-Chill-Kategorie. Ihr kennt ja schon die Rubrik Bekannte Alben neu angehört. Diese erfährt nun eine Art Update, denn ich möchte ab heute auf Alben aufmerksam machen, die es geschafft haben, nach der Entdeckung in diesem Podcast zu meinen ganz persönlichen Klassikern zu werden. Ich taufe diese erweiterte Sparte nun Extra-Chill Classics und als ersten Kandidaten habe ich das erste und leider auch bis heute letzte Album vom Solo-Projekt Science for Girls aus meinem virtuellen Plattenschrank gezogen. Science for Girls ist der Produzent Darren Solomon aus New York, der mit seiner Musik zum ersten Mal in Episode 49 in Erscheinung trat. Ja, das ist schon sehr lange her. Darren verfasste und produzierte alle Songs auf seinem selbstbetitelten Debütalbum selbst, überließ die Vokalparts aber einer Reihe von Sängerinnen und Sängern, so zum Beispiel auch Alexandra Slark aus Kalifornien, die den Song Peace Heart mit ihrer Stimme veredelte. Gleich danach hören wir eine weitere starke Frauenstimme, und zwar die von Mary Craven, alias Pixie Guts aus Australien. Mary arbeitete international mit vielen Internetproduzenten zusammen, so auch mit Paul Foster, mit dem sie das Projekt Sea Witch gründete. Im vergangenen Jahr erschien eine Art Best-of-Album der beiden, das den Schlusspunkt der 10-jährigen Zusammenarbeit setzte und die schönsten Songs der beiden präsentiert. So auch das Stück One Moment. Freut euch auf eine wunderschöne Ballade. You've got peace, heart and dreams of the way things could be. But that'll never do it for me, 'cause you don't understand. You've got joy, soul and visions of a future with me. And if you think that does it for me, then you don't understand. Street look like submarines, sinking, sinking away. I tried to teach people what the good life means before I learned what a mistake I made. But that's the way we do it in California. You think we call the Golden State? You got peace, heart, and dreams of the way things could be. But that'll never do it for me, 'cause you don't understand. You got joy, soul, and visions of a future with me. And if you think that does it for me, then you don't understand. Let's put on a little Beyonce. Everybody likes Beyonce. Me, I'm kinda like Beyonce. But couldn't you be a little Beyonce? You're barely making it halfway to Kanye. Much too late.
Einfach nur traumhaft schön. Das war Sea Witch mit One Moment. Ein freier Download für alle Fans auf der Soundcloud-Seite des Duos oder auch bei Bandcamp. Davor erlebten wir die Geburt von einer neuen Kategorie in dieser Sendung. Die Reihe Extra Chill Classics wurde eröffnet mit dem Lied Peace Heart von Science for Girls. Hier zusammen mit Alexandra Slauk. Ich hoffe ja immer noch auf neue Musik von Darren. Bis es soweit ist, werde ich mich an dieser tollen CD festhalten, die mir Darren damals geschenkt hat. Die Musik ist nach wie vor käuflich bei Amazon, Apple Music und vielen anderen Anbietern. Die Links sind ebenfalls in den aktuellen Shownotes zu finden. Traditionen sind ja etwas, auf das man sich immer verlassen kann, wie zum Beispiel die, die das Netlabel Cold Fiction Music jedes Jahr in dieser Zeit veranstaltet, nämlich die Veröffentlichung der Future Echo Compilation. Auch 2020 hat man wieder eine feine Auswahl von Mitgliedern der Labelfamilie gemacht und es ist ebenfalls eine Tradition, dass ich mir daraus immer den Beitrag von James Shane bzw. seines Musikprojekts Deep Warmth aussuche. So auch heute, denn James überzeugt mit dem Deep Chill-Out-Stück The Mask of Night. Das allgegenwärtige Maskenthema mal anders interpretiert. Wie in den Jahren zuvor ist auch diese Folge von Future Echo wahlweise ein freier Download oder gegen eine Spende bei Bandcamp zu bekommen.
Bevor wir in dieses faszinierende Stück eintauchen, möchte ich mich noch flott von euch Fans verabschieden. Macht's gut, bleibt oder werdet gesund und schaut am 15. September wieder rein, wenn Episode 330 zum Download bereitstehen wird. Ganz genau. Bis dahin, ihr Lieben, genießt den Spätsommer und bis zum nächsten Mal hier bei Extra Chill. Nun maskieren wir uns für die Nacht. Hier kommt Deep Warmth mit The Mask of Night. Mehr Infos und Download unter cfmlabel.com. Viel Spaß mit dieser tollen Nummer wünschen der liebe Andreas und der liebe Michel.
extra chill.